Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseher im Livestream, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer bewährten wöchentlichen Pressekonferenz in der Plenarwoche begrüßen. Diese Woche haben wir im Plenum unter anderem eine Regierungserklärung des Staatsministers für Wissenschaft und Kunst. Aus diesem Grund begrüße ich heute auch unseren Fraktionsvorsitzenden Ulrich Singer, der sich zu der anstehenden Regierungserklärung äußern wird. Wie immer begrüße ich auch unseren parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Wienhardt, der uns einen Ausblick auf die parlamentarische Arbeit dieser Woche geben wird. Und wie immer beginnen wir mit Herrn Andreas Wienhardt und dem parlamentarischen Ausblick für die Woche. Bitte schön, Herr Wienhardt. Ja, vielen herzlichen Dank. Von meiner Seite erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja wieder eine neue Plenarwoche vor uns mit Regierungserklärung und allem, was dazugehört. Und man merkt, der Wahlkampf beziehungsweise das Ende der Legislaturperiode rückt näher, denn jeder versucht es noch, seine Gesetzentwürfe, die er in dieser Legislaturperiode noch irgendwie unterbringen will, ins Plenum zu bringen. Wir haben das ja bereits letzte Woche gemacht mit unserem Sprachgesetzentwurf und waren sehr positiv überrascht über das sehr positive Feedback dazu. Und diese Woche geht es jetzt los mit den Ausschussberatungen heute und am Donnerstag. Und am Mittwoch ist dann die Plenarsitzung, auf die ich jetzt als erstes eingehen möchte. Wir haben ja die Regierungserklärung zum Hightech-Land Bayern, unsere Mission Zukunft daheim, wie Sie es nennen. Ulrich Singer wird hier im Detail gleich darauf eingehen. Erlauben Sie mir nur eine kleine Anmerkung. Man spricht wieder vom Hightech-Land Bayern, während Hightech-Firmen Reis ausnehmen aus Bayern, indem man hier wirtschaftsfeindliche Politik macht. Bei uns wird vielleicht noch mit viel Geld an den Hochschulen geforscht, aber da auch nur noch in Teilen. Die Forschungsfreiheit ist eingeschränkt. Wir haben ja auch mitbekommen, dass man ja möglichst wenig Geld in die Kernenergieforschung als ein Beispiel, als sehr, ja, im Moment sehr im Fokus stehendes Beispiel hier nennen darf. Und diese Kernenergieforschung hat man die letzten Jahre zusammengekürzt, zusammengestrichen. Man ist nicht bereit, am Dual-Fluid-Reaktor zu forschen. Und das sind alles AfD-Forderungen, die wir ja seit Anfang dieser Legislaturperiode haben. Und jetzt stellt sich immer pünktlich kurz vor der Wahl der Ministerpräsident mit seiner Truppe als besonders innovativ dar. Das sind sie nicht. Sie haben 5 Jahre geschlafen, nichts gemacht. Aber darauf wird der Ulrich Singer jetzt gleich eingehen. Dann haben wir eine sehr dominante Diskussion, sage ich jetzt mal, über das Landesplanungsgesetz und den Bayerischen Landesentwicklungsplan, der ja jetzt zur Verlängerung wieder ansteht, beziehungsweise in eine neue Periode geht. Und damit werden wir uns heute sehr ausführlich beschäftigen. Der Kollege Bergmüller wird hier für uns Stellung nehmen und wir haben ja auch uns da entsprechend in die Diskussion eingebracht mit einigen Änderungsanträgen, die wir so auf jeden Fall umgesetzt sehen wollen, denn der Landesentwicklungsplan ist eigentlich sehr grün angestrichen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Herr Söder distanziert sich ja im Moment immer von den Grünen und möchte mit denen nichts zu tun haben, macht aber genau ihre Politik und das spiegelt ja der Landesentwicklungsplan 1:1 im Moment wider und das werden wir eben so nicht durchgehen lassen. Wir werden da auf jeden Fall massiven Druck machen, dass wir hier einen wirtschaftsfreundlicheren, bürgerfreundlicheren Landesentwicklungsplan bekommen, der ja den Rahmen für die ländliche Entwicklung oder für die Entwicklung des Landes Bayern vorgibt und ja bis 2028 dann so den Rahmen der Politik für die nächste Legislaturperiode vorgibt, aber auch logischerweise für die kommunalen Mandats- und Entscheidungsträger. Und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil der bayerischen Politik für die nächsten Jahre und das wird sicherlich heute, beziehungsweise morgen, Entschuldigung, eine sehr, sehr intensive Diskussion geben. Dann haben wir verschiedene Gesetzentwürfe der Staatsregierung, zum Teil Kleinigkeiten, zum Teil aber schon essentielle Sachen, wie beispielsweise der Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes, wo der Kollege Henkel für uns Stellung nehmen wird und darauf hinweisen wird, dass es so, wie es jetzt im Moment läuft, nicht weiterlaufen kann. Ich glaube, das ist auch eben selbstverständlich, dass die AfD im Bereich Rundfunk eine sehr, sehr kritische Position einnimmt, sollte auch eben mittlerweile bekannt sein.
Gut, dann haben wir noch die Dringlichkeitsanträge. Da sind wir gespannt, was von den anderen Fraktionen kommt. Wir werden natürlich auch unsere Dringlichkeitsanträge entsprechend präsentieren. Und besonders auffällig ist diesmal, dass wir noch die Beweisanträge aus den Untersuchungsausschüssen haben, die mitdiskutiert werden sollen. Einmal aus dem NSU-Untersuchungsausschuss und einmal ein Beweisantrag aus dem Untersuchungsausschuss zum Deutschen Museum in Nürnberg, also zu diesem Zukunftsmuseum, wo ja zu horrenden Preisen ein Objekt durch die bayerische Staatsregierung angemietet wurde und wo man das kleine Beigeschmäckle hat, dass entsprechende Spenden von dieser ja, verpachtenden Firma an die staatstragende Partei geflossen sind. Und von dem her versucht man uns scheinbar hier als Opposition ein bisschen stillzuhalten und man hat jetzt hier diese Beweisanträge tatsächlich ins Plenum hochgezogen, um eben der Vertuschungsgefahr vorzubeugen. Und wir werden sehen, wie sich das Plenum bei diesen Beweisanträgen verhält. Ich denke, dass man hier bewusst von den anderen Oppositionsfraktionen auch die Öffentlichkeit des Plenums gesucht hat, um hier entsprechend Druck zu machen. Wir haben dann noch ferner ein kleines Highlight aus unserer Schmiede sozusagen, nämlich die Interpellation bzw. Diskussion zur Interpellation bezüglich dem Thema soziale Absicherung bayerischer Landwirte. Wir haben diese Interpellation vergangenes Jahr eingereicht, im Sommer war das, und haben jetzt ein Dreivierteljahr später tatsächlich dann auch mal unsere Antwort bekommen. Die bayerische Staatsregierung war die letzten Jahre ja sehr bemüht, sich Gedanken zu machen, was kann man in der bayerischen Landwirtschaft alles verändern mit Blick auf das Klima, mit Blick auf andere Umweltfaktoren wie Düngemittel im Grundwasser etc. etc., was die bayerische Staatsregierung aber komplett aus dem Fokus dabei verloren hat, sind die sozialen Auswirkungen ihrer Landwirtschaftspolitik. Und wie wir leider auch feststellen mussten, ist das Haus von Ministerin Kanepa auch nicht in der Lage, hier entsprechend Auskünfte zu geben. Viele Fragen wurden nur ansatzweise beantwortet. Es ist eigentlich ein Desaster, dass man Landwirtschaftspolitik auf der einen Seite mit dem Fokus aufs Klima, auf die Umwelt macht. Ja, ich darf nochmal an das Volksbegehren erinnern, dass man ja, ja ohne großes Murren quasi von den Grünen mit übernommen hat und damit Landwirte vor große Probleme gestellt hat, dass dieses Volksbegehren hier natürlich auch soziale Auswirkungen hat auf den einen oder anderen Landwirt, der vielleicht aufgeben musste, was da mit der Absicherung und so weiter ist. Was Corona für Auswirkungen auf die Landwirtschaft hatte, Bezug auf die Krankenversicherung etc. All das weiß das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angeblich nicht, beziehungsweise nur rudimentär. Und da sieht man ganz klar, dass die Bayerische Staatsregierung, vor allem Frau Ministerin Kanepa, hier eine völlig verfehlte Ausrichtung hat, eine sehr mediale Ausrichtung hat, dass man sagt, ja, die großen Themen wie Klima, Umwelt und so, das bespielen wir mit der Landwirtschaftspolitik. Aber die Folgen davon für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und leben, die haben sie komplett vergessen. Und da werden wir in diese Kerbe hineinstoßen. Und bin gespannt, was Frau Kanepa zu ihrer Verteidigung da noch vortragen will. So, dann darf ich Ihnen natürlich auch noch mitteilen, was wir in den Ausschüssen an Anträgen eingebracht haben. Das ist auch wieder eine ganze Reihe. Im Umwelt- und Verbraucherschutzausschuss haben wir diesmal einen Antrag, wo es um die Eingriffe von Energieerzeugungsanlagen in Bayern in die Natur geht und vor allem, welche Auswirkungen beispielsweise Photovoltaik- und Windkraftanlagen haben und welchen Biotopwert solche Flächen noch haben, ob die keinen Biotopwert haben, welche Vermeidungsmaßnahmen getroffen werden. Und hier wollen wir einen schriftlichen Bericht durch das durch die Staatsregierung an den Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz
Und ich denke, das ist für die weiteren Diskussionen ein elementarer Bestandteil, denn genau diese Diskussionen versuchen sich ja die Windkraft- und Energieanlagenbefürworter, vor allem von Photovoltaik, ja immer zu entziehen. Und jetzt soll die Staatsregierung mal auf den Tisch legen, was sie für Erkenntnisse hat, ob das wirklich jetzt so ohne Probleme funktioniert oder ob man hier vielleicht doch größere Auswirkungen hat und deswegen Photovoltaik und Windkraft vielleicht nicht das Sinnvollste für Bayern und seine Umwelt ist. Dann haben wir einen weiteren Antrag im Umwelt- und Verbraucherschutzausschuss, diesmal eher im Bereich des Verbraucherschutzes. Sie wissen, dass in Bayern mehr und mehr diese Repair-Cafés aus dem Boden sprießen und viele Menschen einfach auch erschüttert sind, wenn sie ihr 2-3 Jahre altes Hausgerät, sei es der Toaster oder die Waschmaschine, was auch immer, nicht mehr reparieren können. Und wir wollen diesen Trend, dass man Elektrogeräte wieder reparieren kann, dass man hier vor allem auch wieder eingreifen kann, dass von den Herstellern keine Sperren da sein können, unterstützen und hier mit einem bayerischen Reparaturlabel die ganze Bewegung im Endeffekt unterstützen. Dann wollen wir als nächstes ein sogenanntes novelliertes Elektrogesetz für Bayern. Und hier wird die Staatsregierung aufgefordert, zu berichten, inwiefern ein novelliertes Elektrogesetz mit der Rücknahmepflicht für Elektrogeräte einhergehen kann. Sie sehen auf der einen Seite beim Thema Elektrogeräte die Reparatur, auf der anderen Seite das Thema der Resteverwertung, wo ja auch viel Kupfer und viele wichtige Stoffe drinstecken, die man weiter verwerten kann. Und hier wollen wir eine Novellierung, um hier nochmal auch die Schraubzwinge etwas anzuziehen, dass man hier im Endeffekt nicht mehr deutlich weniger auf Lieferketten aus Fernost angewiesen ist, sondern das, was man schon im Land hat an Wertstoffen, besser verwertet. Dann haben wir ein ganzes Antragspaket, das sich um das Thema Asyl kümmert im Verfassungsausschuss. Und da geht es zum einen um das Thema Asylflut stoppen, Grenzkontrollen einführen, dass hier wieder klar an der Grenze zu Österreich, Schweiz, Tschechien und vor allem auch Polen kontrolliert wird. Dass wir hier vor allem die Grenzen wieder dicht bekommen. Das ist ja eine alte AfD-Forderung, dass man hier wieder Herr im Haus ist und entsprechend auch die Haustür kontrollieren kann. Und deswegen braucht es unserer Meinung nach Grenzkontrollen an der Grenze, aber auch, und das ist der nächste Antrag, grenznahe Kontrollen, um hier einfach die illegalen Einreisen, die vielleicht irgendwie auf Umwegen oder über die Berge stattfinden, zu unterbinden und vor allem die Schleuserkriminalität noch weiter zu bekämpfen. Dann haben wir auch zum Thema Asyl, wenn die dann alle hier sind oder zu uns kommen, den Aufbau eines bayerischen Zentrums für Rückführungen. Das ist ja ein Thema, das in letzter Zeit sehr schleifen gelassen wurde, nicht nur von anderen Landesregierungen, auch von der bayerischen Staatsregierung wurde dieses Thema eigentlich nicht mehr vorangetrieben. Es kommt kaum noch zu entsprechenden Abschiebungen von Menschen, die nach deutschem Gesetz ausreisepflichtig sind. Und das wollen wir hier nochmal unterstützen. Vorbild ist hier die sogenannte Danish Return Agency. Und die Dänen mit ihrer sozialdemokratischen Regierung sind hier einfach 5 Schritte voraus. Bayern schläft hier und es wird höchste Zeit zu handeln, denn ja auch die Landräte und Oberbürgermeister haben ja schon kundgetan, dass sie an der Leistungsgrenze des Machbaren angekommen sind. Dann wollen wir insgesamt, weil sich die Landräte und Oberbürgermeister aber über die Zahl der Angekommenen etwas ausschweigen oder ausschweigen müssen, da sind wir uns nicht so ganz sicher, woran es liegt, wollen wir einen Transparenzbericht zur Asylzuwanderung. Und wir wollen hier vor allem Daten zur Anzahl, zur örtlichen Lokalisation illegaler Grenzübertritte
Daten zur Auslastung der Asylunterkünfte, wo diese Asylunterkünfte überhaupt zum Teil sind, denn manche schweigen sich da komplett aus. Wir wollen Informationen über durchgeführte und abgebrochene Abschiebungen und Rückweisungen, und all das soll mal in einem Transparenzbericht entsprechend dem Landtag von der Staatsregierung berichtet werden, um einfach mal Licht ins Dunkel zu bekommen, wie es im Moment ausschaut. Die Meldungen aus der Presse entnehmen wir natürlich, aber um ein ganzheitliches Bild zu bekommen, wäre es gut, wenn die Staatsregierung sich eben hier nicht ausschweigt, sondern endlich Transparenz schafft. Dann haben wir Migration quasi in die andere Richtung. Wir wollen, dass deutsche Fachkräfte zurückkommen, dass Fachkräfte, die wir hier im Handwerk ausgebildet haben, die wir hier an bayerischen Hochschulen ausgebildet haben für teuer Steuergeld, die sollen zurückkommen nach Bayern oder zurückgelockt werden. Es sind ja auch deutsche Staatsbürger, die entsprechend hier sich ja eigentlich sofort integrieren können oder integriert sind, ja, wo wir all diese Probleme nicht haben. Und wir haben die, wie gesagt, ausgebildet, dann sind sie weggegangen. Natürlich auch aus verständlichen Gründen, weil das Steuersystem in Deutschland halt einfach nicht mehr attraktiv ist für viele, weil sie geschröpft werden steuerlicherseits, weil sie bessere Aufstiegsmöglichkeiten im Ausland bekommen haben. Und da müssen wir wieder attraktiver werden und erstmal unsere eigenen Leute zurückholen. Das Programm dafür von der bayerischen Staatsregierung ist fulminant gescheitert, aber vollkommen. Und wir haben hier eine deutliche andere Punktuierung auf das Ganze. Wir sehen es ganzheitlicher. Und dieses Return to Barbaria war von der Staatsregierung war eigentlich ein netter Versuch, aber musste scheitern im Kern. Und wir wollen jetzt halt, dass ein Rückkehrerprogramm stattfindet, das halt auch in verschiedenen Bereichen fördert. Das heißt einmal bei der Arbeitsplatzfindung, bei dann natürlich auch bei der Übersiedelung vom Ausland zurück nach Bayern, dass wir hier unsere Fachkräfte zurückholen. Dann haben wir passend dazu einen Antrag im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Jugend und Familie, soll berichtet werden, wie schlimm denn der Fachkräftemangel in Bayern überhaupt ist und was die bayerische Staatsregierung außer Return to Bavaria sonst noch überhaupt unternommen hat, Fachkräfte im Land zu halten. Das ist unserer Meinung nach sehr, sehr wenig. Man versucht ja immer, ausländische Studenten zu bekommen, für teuer Geld auszubilden und dann wieder in die Welt zu schicken. Das ist nicht nachhaltig, vollkommen klar. Und was die Staatsregierung tut, dass man hier Fachkräfte hält, ich denke jetzt beispielsweise auch an Mediziner. Da haben wir das große Problem, dass wir sehr, sehr viele Mediziner an den bayerischen Universitäten studieren lassen, die danach aber in alle Welt sich verflüchtigen und wir trotzdem noch einen Ärztemangel haben. All das soll hier mal mit rein. Und zu guter Letzt haben wir noch die Thematik der Energieeffizienz uns nochmal angeschaut und wir wollten auch mal wissen, wie es mit der Energieeffizienz bei Flüchtlingsunterkünften ausschaut. Sie wissen ja, dass viele Kommunen die Flüchtlingsunterkünfte in irgendwelchen Hallen haben, in Leichtbauweise, umgewidmete alte Hotels, alte Krankenhäuser, irgendwelche Wohncontainer, die gar nicht so gedämmt sein können, während der deutsche Bürger gegängelt wird, auf eine Wärmepumpe umzusteigen, während der deutsche Bürger gegängelt wird, sein Haus zu isolieren und dabei noch nicht mal mehr richtig gefördert wird, geht es scheinbar bei den Flüchtlingsunterkünften ohne große Probleme. Da macht es ja auch der Staat selber, meine Damen und Herren. Und diese Ungerechtigkeit in diesem Land kann nicht weiter hingenommen werden. Und da sind wir gespannt, wie der Vorschlag hier von uns aufgenommen wird, dass auch in entsprechenden Flüchtlingsunterkünften energieeffizient gewirtschaftet werden muss. So, das war es jetzt von meiner Seite und jetzt steigen wir wieder ein in die Regierungserklärung Hightech Bayern, unsere Mission Zukunft der Horm. Das ist eigentlich unsere Mission und nicht die von der CSU. Lieber Ulrich, lass uns bitte wissen, was wir zu dem Thema zu sagen haben. Danke.
Ja, guten Morgen auch meinerseits. Herzlichen Dank, Andreas Winhardt, unser parlamentarischer Geschäftsführer. Ich finde es auch immer wieder sehr toll, wie du diese Vielzahl der Anträge vorstellst, die wir nämlich jede Woche und das seit jetzt inzwischen fast 5 Jahren einbringen im Bayerischen Landtag, weil da sieht man einfach, dass wir wirklich in allen Bereichen tätig sind. Du hast viele Themen angesprochen, die einfach schon ganz klar zeigen, wir sind in keinem Hightech-Land. Und wenn der Minister Blume jetzt erkennt, dann morgen unsere Mission sei Zukunft daheim, dann ist er natürlich eigentlich zu spät dran. Man hätte genau diese Mission nämlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten erfüllen müssen. Wir haben sowieso momentan, es ist klar, wir merken, es ist Wahljahr, anscheinend die Blumen sprießen und gleichzeitig, so wie die Blumen nach oben sprießen, sprießen auch jetzt die Anzahl empor der Regierungserklärung. Wir hatten ja neulich die Ministerin Gerlach da, Digitalministerin, und jetzt kommt der Blume. Also ich denke, hier möchte einfach jedes Ministerium sich nochmal präsentieren und einfach sich selbst loben und das Plenum hier nutzen, letztlich um Wahlwerbung für die eigene Partei zu machen. Aber wir werden natürlich hier die Kritik ansprechen, die Berechtigte, die wir haben. Es ist ja schon so gewesen, bei dieser Diskussion bei der Digitalministerin, da haben wir schon festgestellt, dass wir eigentlich in einer digitalen Wüste leben in Bayern. Da hat der Kollege Gerd Mannes hat in seiner Rede auch angesprochen, er würde ja gerne, wenn er mit dem Zug fährt, ja auch durchgehend telefonieren können oder Internet haben. Dann kam ein Zwischenruf von der Ministerbank, den fand ich sehr lustig, da hat jemand von der Ministerbank gemeint, er wäre schon froh, wenn der Zug überhaupt fahren würde. Und so weit sind wir nämlich tatsächlich in Bayern. Es fehlt die gesamte Infrastruktur, auf die wir aufbauen können. Wir können hier nicht von einem Hightech-Land sprechen, wenn wir einerseits die zuverlässigen, sicheren Kernkraftwerke abschalten und zurück ins Kohlezeitalter geschleudert werden, während gleichzeitig dann ein Minister Habeck dann sagt, ja, aber die Kraftwerke in der Ukraine, die sind in Ordnung, weil die sind ja schon gebaut. Da hätte man unsere auch weiterlaufen lassen können. Wir hätten einfach ein Energieproblem, zumindest weniger. Und es fehlt an allen Ecken und Enden. Es fehlt, wie gesagt, die Infrastruktur. Es fehlt die Energieversorgung, die zuverlässige. Da werden wir in den nächsten Jahren noch größere Probleme haben. Schaut man unsere Straßen an, die müssen in Bayern großflächig erneuert werden, dann sollen wir jetzt dann mit dem 49-Euro-Ticket dann viel mit dem Zug fahren, aber die Züge werden dann wieder brechend voll sein, es wird Verspätungen hageln. Auch das ist mit einem Hightech-Land nicht vereinbar. Und da rede ich jetzt immer noch nur von den Grundlagen, die man überhaupt braucht, um ein Hightech-Land zu sein. Und die bestehen unter anderem auch in einem superschnellen Internet, das funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann öfter dann heißt, wenn ich in Videokonferenzen bin, dass man sagt, du bist gerade nicht in Deutschland, weil du bist so gut zu sehen und so klar zu sehen. Wir können dich auch gut hören, weil wenn ich nämlich in Deutschland irgendwo in einer Internetkonferenz dabei bin, am besten noch mobil irgendwo mit dem Zug oder sonst wie unterwegs, dann bricht die Verbindung halt regelmäßig ab. Aber auch zu Hause ist es nicht viel besser. Dann muss man halt mal das Video ausschalten, damit man noch gehört werden kann. Oder man hat ein Standbild von der Gegenseite. Das sind einfach die grundlegenden Schwierigkeiten, an die sich viele schon inzwischen gewöhnt haben, dass man dann teilweise auch sagt, ja, man benutzt gewisse Anwendungen halt dann fürs Internet, wenn die Bandbreite gerade mal bei dem Provider besser ist, weil sie ja tagsüber recht gut ausgelastet ist. Und das ist eigentlich ein Zustand, das ist vergleichbar mit einem Entwicklungsland, in dem wir leben. Die einfachsten Behördengänge können noch immer nicht online erledigt werden. Man muss dann doch wieder in das jeweilige Amt gehen. Ich selbst bin ja auch Rechtsanwalt. Seit Jahren müssen wir jetzt auch zunehmend mit dem bundeseinheitlichen Anwaltspostfach arbeiten. Mal abgesehen von diesen ungeheuren Startschwierigkeiten, die es da gab. Das ist benutzerunfreundlich. Ich habe noch nie so ein schlechtes Programm erlebt. Und das Beste ist, damit ich überhaupt dann irgendwie über diese Pflichtanwendung, die ich verwenden muss, dann Daten abrufen kann. Und egal welchen Rechner ich benutze, dann regelmäßig muss ich den Rechner komplett neu starten, das Gerät immer wieder neu einstecken. Und dann habe ich das Glück, dass ich vielleicht eine E-Mail abrufen kann in einem völlig benutzerunfreundlichen Programm. Und da wäre es einfach mir wesentlich lieber, wenn man da lieber noch eine Briefmarke draufkleben kann und es in den Briefkasten werfen kann, weil da hat man weniger Stress und Ärger als mit diesen Anwendungen, die in diesem Land hier zum Arbeiten bereitgestellt werden. Und ich denke, das kann man in ganz, ganz vielen Bereichen ansprechen, sei es jetzt im Bereich der Schule, die haben ähnliche Schwierigkeiten mit den staatlichen Programmen, da ist dann wieder Bayern zuständig, und auch in Kindergärten und in den Behörden, in unseren Landratsämtern.
Die Digitalisierung schreitet ganz langsam voran und wenn, dann gibt es sozusagen Insellösungen für jeden einzelnen Landkreis, aber auch hier gibt es nichts Vernünftiges. Und da sagt man dann, kommunale Selbstverwaltung soll im Vordergrund stehen. Aber in der Tat, es ist einfach so, dass unsere Gemeinden und unsere Kreise hier ja wirklich ja letztlich Pionierarbeit machen müssen und aber wirklich vor großen Schwierigkeiten stehen. Es läuft einfach nicht rund. Das heißt, die Basis ist nicht da, das schnelle Internet ist nicht da und dann möchte sich morgen wahrscheinlich der Minister Blume in einer sehr blumigen Rede dann einfach selber loben, was alles erreicht worden sei und wie man die Gelder erhöht hätte und dass man so und so viel Prozent mehr auch in die Sanierung von Hochschulen steckt. Aber dieses Mehr, das er wahrscheinlich dann verkünden wird, was man hier gemacht hat, das ist mit Sicherheit alleine schon wieder durch diese gestiegenen, massiv gestiegenen Baukosten der letzten Jahre aufgefressen worden. Man muss sehen, dass die Gelder, die hier investiert werden, um uns sozusagen auf die Zukunft vorzubereiten, die sind eigentlich schon damit längst ausgegeben, dass man die Rückstände der letzten Jahre ausgleicht. Es fehlt uns ja schon das Geld, um unsere ganzen Hochschulen auf einen modernen Stand zu bringen. Teilweise regnet es durch die Decken rein. Es sind marode Hochschulen. Teilweise haben wir Prestigeprojekte, die schauen super aus, aber viele Hochschulen sind halt einfach noch in einem Zustand, der jetzt nicht als modern bezeichnet werden kann. Sie sind eher marode. Wir werden sicherlich auch morgen wieder was hören über Luft- und Raumfahrt, über künstliche Intelligenz. Es ist ja schön, dass da auch einige Millionen investiert werden, aber es ist international gesehen einfach eine sehr, sehr geringe Summe im Vergleich zu anderen Ländern wie China, die halt hier einfach mit ganz anderen Beträgen spielen, die einfach dann auch entsprechend schneller vorankommen. Und ich möchte auch wissen, wenn wir dann irgendwas über Quantencomputer hören, die natürlich auch einen erheblichen Strombedarf haben, wie dieser Strombedarf denn wirklich gedeckt werden soll. Oder sollen dann die Quantencomputer in Bayern nur laufen, wenn gerade mal die Sonne im Sommer scheint und im Winter wird alles ausgeschalten? Also es ist ganz, ganz schwierig hier von einer Zukunft daheim zu sprechen, so wie es angekündigt ist. Wir erleben, und das heißt, auch der Kollege Andreas Winhardt hat es ja auch angesprochen, wir erleben ja die Abwanderung ins Ausland. Warum gehen denn Menschen ins Ausland? Wir sollen morgen über Zukunft daheim reden, haben aber eine schlechte Familienpolitik, wissen teilweise nicht, wie wir die Kinderbetreuung regeln sollen. Und Menschen wandern ab aus diesem Land mit einem Auswanderungsgrund, der jetzt auch irgendwann erkannt wurde. Die Menschen haben einfach die Schnauze voll. Sie gehen ins Ausland, weil es ihnen reicht mit dieser Bürokratie und mit dieser auch Unternehmerfeindlichkeit hier sich abplagen zu müssen in Deutschland. Und das heißt, qualifizierte Fachkräfte verlassen das Land in großen Zahlen. Wir wollen sie auch zurückholen. Aber hier dann in einer Regierungserklärung von Zukunft daheim zu sprechen, wenn gut qualifizierte Menschen das Land verlassen, das ist eigentlich schon Hohn für unsere Wähler. Und wir werden einfach erleben, wie sich hier der Minister nur selbst loben wird. Andererseits haben wir in all den Bereichen, sei es jetzt in Bereichen Hochschule, sei es in Bereichen Raum- und Luftfahrt und bei den Sanierungsfragen, die er mit Sicherheit ansprechen wird, haben wir erhebliche Rückstände. Wir sind längst nicht mehr Spitzenreiter, wir sind auch nicht mehr Exportweltmeister als Deutschland und natürlich fällt auch Bayern international langsam zurück. Und das macht uns Sorgen, weil die Lebensqualität im Land im Vergleich zu anderen Ländern natürlich dann auch nach und nach abnimmt, was eben auch sich darin niederschlägt, dass Menschen hochqualifiziertes Land verlassen. Also insofern ist das wahrscheinlich doch eher als, es ist eine schöne Propaganda vor der Wahl. Der Minister wird sich loben, aber wir haben hier sehr, sehr viel Bedarf und müssen weg von irgendwelchen Missionen hin zum echten Handeln, zu einem Handeln, das bei dem Wähler und bei unseren Bürgern auch wirklich ankommt. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Herren. Da es keine Fragen gibt, dann möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Lade Sie darüber hinaus alle ein, diese spannende Woche uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu verfolgen. Wünsche eine schöne und erfolgreiche Woche. Vielen Dank nochmals und ein herzliches Servus aus dem Bayerischen Landtag.